Hey, ja, hier ist Jan Snuppen. Willkommen zurück zu Acorn, zur Fortsetzung des Spiels, wo wir beim letzten Mal die erste Kampagne abgeschlossen haben. Und zwar die Kampagne der CESO, wo wir am Ende auf die Saratoga zurückgekehrt sind, um festzustellen, dass die von PNC erobert wurde. Und da Kommando von Captain Wesky. Ja, die mussten wir zurückerobern. Die Saratoga haben an unsere Einheit zusammengesetzt, zusammengesammelt. Nur noch, die unter Kontrolle standen und haben das Schiff zurückerobert und haben auch den zweibeinigen Vekir, also eine von den Gefangenen, die Manticore überlassen, damit sie uns helfen. Und ja, haben am Ende festgestellt, dass Tier gar nicht die KI der Saratoga gewesen ist, sondern offenbar von PNC aus einer Containment Unit befreit wurde und offenbar dahin wieder hin sollte, aber er hat sich anders entschieden und hat jetzt die Saratoga verlassen und hat sich den Vekir angeschlossen. Da geht es einfach hinten weiter mit der zweiten Kampagne. Und zwar machen wir jetzt 2-1 Mine Ore Infraction. Also los geht's. The Gremlin will come for you, and there's nothing you can do to stop them. Tyr, thank you for offering your assistance. The Vekir gave me shelter when I needed it most. It is my pleasure to assist in any way I can. Being able to talk to them makes things much easier, doesn't it? You're welcome. We have arrived at the asteroid belt, and it is inhabited, just as you said. Illegal mining operations. They popped up after Drazil closed the belt. With whom are we dealing? Yes. Who are they dealing with, dear? The data core I recovered from Newport indicates Precision and Contingency had contact with a pirate mining operation inside the belt. It seems likely we will have to deal with both the PNC and the miners. I would insist on moving on, but the Manticore is in need of repair. We need these resources. Thank you again for guiding our forces. Your trust is not misplaced, Dijon. Okay, Tja, hört der Stimmen oder so. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier auf einer Anlage von der PNC und Minenarbeitern, Ressourcen halt zu sammeln, um die Manticore zu reparieren. Und ja, da machen wir jetzt brennen hier. Und wegen würde ich sagen, wir haben keinen Text zu lesen, also können wir direkt loslegen. Start. Despite appearances, I doubt the ship is empty. It was decommissioned 10 years ago, and according to the official record, destroyed. An illegal mining vessel, then? That is very likely. These are the primary storage locations for L-crystals and Q-plasma, as well as other refined materials. We must claim as much as we can. Set up 2 resource processors at any 3 functioning refinery sites. And that should fulfill our needs very quickly. Yes, Commander. Okay, this is Shinvir, a Vekir officer that specializes in piloting aerospace Shin vehicles. When not piloting, Shinvir carries a beam rifle that is equally effective against both ground and air targets. His specialized helmet allows detection of cloaked enemies. This is a Zayinvir, a Vekir pilot that specializes in piloting ground Zayin vehicles. When not piloting, Zayinvir carries a small plasma rifle, and like most plasma weapons, it is much stronger against ground targets. Zayinvir have the ability to place nanoseeds that create resource processors. Ich verstehe. The Zayin Pulsar is a small artillery tank that is piloted by a Zayinvir. Though it has no anti-air weapons, this Pulsar can do a bit of damage to ground targets with its fast-firing explosive grenades. Like all Vekir vehicles, once destroyed, its pilot will exit the vehicle and continue fighting on foot. Ah ja, das ist interessant, dass sie dann immer noch zu Soldaten werden. This is a Tasvir, a Vekir pilot that specializes in piloting specialized anti-air TAS vehicles.
When not piloting, Tesvir carries a long anti-matter rifle, and like most anti-matter weapons, it is most useful against aerospace targets. The Vecchia Slipgate is a structure that functions as both a chronoporter and a teleporter. Unlike the human teleporters, the Vecchia's advanced teleportation technology allows the Slipgate to teleport units without first having to spin up, and it's even powerful enough to teleport the large carrier-sized units. Also ein deutlich stärkerer Teleporter, denn der kann auch durch die Zeit reisen. Okay, place 2 RPs at each of the 3 resource sites. Aber wir mal gucken, was wir hier so haben. Wir haben 3 von denen. Ich werde die mal kurz hier ein bisschen sammeln, ne? So, mach da mal Gruppen mit. So, da haben wir auch eine Menge von. Sollen wir hier mal wieder ein bisschen trennen, damit wir hier ein bisschen was wissen, was los ist. So. Okay. Was ist das hier? Das ist ja nicht Sinvir. Und das sind Tesvirs. Okay. Das sind die. Da müssen wir mal aufteilen zu 3 Gruppen. Ich würde so 3 in eine 3-Gruppe machen einfach. Mit allen aus jeder Einheit. Das heißt, wir nehmen erstmal eine. Ach, los, jetzt wollen wir das hier. Naja. Okay, nehmen wir hier so eine und davon. Was haben wir hier? 1, 2, 3. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also einer können wir 3 mit reinpacken. Ansonsten würde ich 2 mitnehmen. Nehmen wir. Komm her, du kommst damit, die kommen damit rein. Ist in Ordnung. So, das ist dann von denen. Jetzt haben wir auch von welche. Was haben wir hier noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, auch 7. Okay, also auch. Okay, ich will auch 2 mitnehmen, ne? So. Und da haben wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Auch 7. Immer 7. Okay. So. Da würde ich die direkt dann hier hinschicken. Komm her. Okay. So. Ich würde mal sagen, wir können direkt einen hinsetzen und dahin. Das war nicht so geplant. Naja. Machen wir es halt so, ist auch egal. Only 2 resource processes in each site. It will be enough. We can pull the resources at a much higher rate with our capital ships at such close range. Eine Gruppe ist hier, so ist dasselbe jetzt nochmal, können wir noch überlegen. Resource processors work very much like their human counterparts to process both Q-Plasma and L-Crystal. They will stop and deactivate when under attack. To relocate itself, it utilizes a built-in sword range automatically resource-able teleporter. Das klingt natürlich cool. Okay. So. Noch einen zweiten. So, dann haben wir noch 4. Warum ist der mitgelaufen? Keine Ahnung, aber wir nehmen auch einen zweiten mit. Und einen dritten vielleicht auch. Und davon auch noch. So. Nächste muss hier hin. Okay, wunderbar. Ja, wo muss jetzt mein Bestes hin? Hier hin.
Geht ihren Weg. Wunderbar. So. Hier hin. Und jetzt geht es weiter mit der ist die letzte Gruppe. Und die geht jetzt alle mal wieder hier und dann können wir direkt hier hin teleportieren. This is a recent addition. It's disconnected from what's left of the ship's networks, so I can't determine its exact range. But it is large enough to be long distance. The miners would have saved many of these ships then. Very likely. This ship operating by itself probably wouldn't be worth the investment. Okay. Setzen wir dann direkt hier hin. Er kann dann nicht bauen. Helfen wir ihn dann mal. Komm her. Hier hinten bauen. Ah, wenn der Anna sich entziehen hätte, da lang zu laufen. Jetzt aber. Wunderbar. So, jetzt haben wir hier alles gemacht. Ach lol, jetzt läuft der Fanny da lang. How is the recovery operation coming? Well enough. There are sufficient resources here for a good start on the repairs. You may not have much time left. Our scouting craft are reporting drive thrust activity near your coordinates. In that case, I will recover what I can and return. In 4,5 Minuten, okay. Recover resources in the time allotted. Was ist hier auch los? Hier ist auch noch ein Turm oder so, okay. The Greckum, dear? I see them, they won't be a problem. The Greckum, dear? I see them, they won't be a problem. Okay. Hoffen wir, sie von. Na gut, können wir von unten kommen, ne? Mal gucken. Gucken, was jetzt hier passiert und wo was passiert. Ich glaube, die können wir jetzt ja so hier hin. Das ist keine gute Idee, wir müssen die woanders hinstellen. Und ich glaube, das ist auch sinnvoll, wenn man die auch zur Verstärkung haben. Okay. Das wird abgewehrt. Oben. Okay, was passiert jetzt als nächstes? Auch hier da oben. Gut, ich kann mit dem nicht so viel machen, muss ich mal sagen.
Ich glaube, die kommen doch da. Die kommt doch irgendwie da lang. Kann das sein? Wir versuchen natürlich hier hin zurückzugehen mit denen. Ich bin ganz viel was ab, muss man sagen. Jetzt ist es schwierig, sich hier zu halten. Okay, Luft anhalten. Ah, eine Minute noch. Immer noch an der Stelle. Okay. Ich sehe es, wir müssen doch in die Richtung. Da können wir dann noch mal zurück. Okay. We have all the resources we need. Returning now. Return the units to the Manticore. Na dann. Gehen wir mit denen zurück. Die werden es ja nicht mehr rauskriegen dort. Die werden ja überrannt, das ist leider so. Aber dann kriegen wir es ja nicht raus. Nach zwei sind wir schon mal. Ist komplett! Das waren nur zwei Einheiten, oder? Na egal. Hat gereicht, bin komplett. Das ist natürlich super gelaufen, dann haben wir alle rausgeholt. Das ging relativ fix, diese Mission. Ja, sehr schön, das freut mich. Und haben damit einen auch erfolgreichen Auftakt in die zweite Kampagne gestartet. Gehabt. Und ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß damit. Ja, klingt wieder ganz spannend, sie zu spielen. Machen wir ein bisschen was anderes als die CSO. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video hier. Denkt immer an die Videobeschreibung für alle wichtigen Links und vor allem auch an Kommentare und Bewertungen, um den Kanal zu unterstützen. Und denkt zuletzt natürlich auch an das Follow, um zu wissen, wann und wie es weitergeht. Und ich sage danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.